Hoş geldiniz bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen BMW E46 Kompressor. Da werden wir heute die Auspuffanlage einbauen, die wir natürlich von unserem lieben anonymen Schweißer gebaut bekommen haben. Diese Fächerkrümmer sollten heute auch eingebaut werden, weil das Ganze leider natürlich nicht legal ist. Ich meine, den Ladeluftkühler von HG Motorsport, den kriegt man noch eingetragen. Ich hoffe, den Kompressor kriegt man auch eingetragen, wobei ich immer noch auf mein ABE warte. Super Firma an der Stelle. Diese Auspuffanlage kann man auch mit einer Einzelabnahme eintragen. Jetzt kommen wir zu unseren Aber. Wenn wir diese Cuts ausbauen und diese Fächerkrümmer einbauen, dann kriegen wir kein TÜV und keine Eintragung. Das könnt ihr vergessen. Bei der letzten Messung haben wir ja gesehen, davor hatten wir ja gesagt, die Fächerkrümmer, die müssen wir machen, weil er ja, ihr habt ja gesehen, die Kurve. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ihr könnt das Video gerne anschauen. Ich verlinke das Ganze nochmal. Das war schon krass. Wir dachten, okay, der Auspuff ist am Ende. Nein, ist es nicht. Er hat ja Zündung weggenommen. Das haben wir ja spätestens dann gesehen, als wir auf der Rolle waren. Und das war ja sehr, sehr erschreckend. Das hätte nicht lange gebraucht. Wir hätten so 5-6 Mal beschleunigt und wir hätten einen Motorschaden. Und das war schon krass. Warum habe ich ein Steuergerät ausgebaut? Warum guckt hier ein Kabel raus? Hier haben wir den alten Luftmassenmesser. Das ist von 330. Das ist ein Luftmassenmesser von RS4. Und ihr seht, das Ding ist ein Monster. Diese Anschlüsse passen natürlich nicht Plug and Play rein. Hier haben wir 3, hier haben wir 5 Pins. Hier haben wir die Originalstecker von beiden Luftmassenmessern. Das ist von RS4 und das ist von dem BMW. So, die müssen wir natürlich bearbeiten. Plus Masse, Signal. Das ist die Ansaugtemperatur. Die brauchen wir nicht, weil wir das Ganze hier messen können. Dann haben wir auch wieder Plus, Minus. Dann haben wir Signal und dann seht ihr, aber ein Kabel bleibt über. Und dieser Kabel ist natürlich der 5-Volt-Kabel. Den haben wir hier nicht. Von dem Steuergerät komplett hier rüberziehen. Ich habe das schon Ganze rausgefischt. Das ist der hier. Den brauchen wir. Ich stecke das Ganze um. Hier auch nochmal schöne Grüße an Daniel, weil der hat das Ganze eigentlich zum Rollen gebracht. Der RS4 Luftmassenmesser bringt eigentlich mehr Luftmasse. Oder dieser entscheidende Punkt ist eigentlich von Luftmasse mit den Düsen und mit den Lambda-Sonden besser abstimmen können. Darum machen wir das Ganze. Was es jetzt Ganze bringt, werden wir sehen, weil der alte ist natürlich bei 1024 Schluss und der sollte, ich sag mal, vielleicht 1100, 1200. Ich mache jetzt den Luftmassenmesser fertig, den Luftfilter einmal modifiziert. Jetzt kriegt er genug Luft und ja, fragt nicht, was das ist hier. Luftmassenmesser ist drin, mein selbstgemachter Luftfilter ist drin. Mit Etikett müssen wir die Software drauf klatschen, weil sonst klappt das Ganze nicht. Und ich muss sagen, das Ding läuft jetzt so geil. Ich muss den anmachen. Und wie er Gas annimmt, das ist brutal. Bei leichten Gasstößen, guckt euch mal bitte die Schläuche an. Luftmassenmesser haben wir jetzt abgeschlossen und jetzt machen wir die Auspuffanlage. Auspuffanlage habe ich rausgeholt. Hinten konnten wir die nicht von hier befreien, weil das Ganze hier so durchgerostet ist. Also wenn wir hier abschneiden, können wir den nicht dran machen. Wir können den hier auch nicht schweißen. Das Ding ist auch nicht flexibel. Ne, der hat ja keinen Flexrohr in dem Sinne. Also können wir das Ganze auch nicht hier schweißen. Also erste Rohr wird noch gehen, das zweite Rohr leider nicht, weil das ist die einzige Stelle, wo wir schweißen können. Sehen wir natürlich hier, dass diese Auspuffanlage ein bisschen anders ist als die hier. Sportauspuffanlage für kompakt zu bekommen, sehr schwer bauen lassen oder tief in die Tasche greifen. Und die müssen wir natürlich irgendwie versuchen, in diesem Kompakt reinzukriegen. Diese Rohre müssen wir hier abschneiden, da wieder dran schweißen, aber wenn wir das machen, ihr seht, das Ding passt nicht. Gucken wir, dass wir den Endtopf erstmal reinklatschen. Wenn wir den Endtopf reingeklatscht haben, müssen wir Schritt für Schritt weiter nach hinten gehen. Schwer, aber machbar. Ist immer so. Wenn es leicht wäre, wird es jeder machen. Endschalldämpfer habe ich schon drauf. Ihr seht, ich muss da noch ein bisschen schweißen. So sieht das Ganze aus. Ey, ganz ehrlich, ich liebe diese Auspuffform. Und das Ganze habe ich hier verlängert. Das werde ich auch noch verlängern.
Dann ist nicht schief oder so. Und wenn, das kann man ja immer noch ein bisschen einstellen. So sieht ja die alte Auspuffanlage aus. Mittelschalldämpfer, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Jetzt haben wir das ein bisschen anders gemacht. Endschalldämpfer, Mittelschalldämpfer und dann gehen wir direkt hoch. Hier können wir direkt schön schweißen. Das ist echt sehr schön geworden. Ich liebe das, ne? Achtet mal, wie ein Rohr kürzer, das andere länger. Das ist BMW. Aber heute machen wir Feierabend. Es sieht auf jeden Fall schon mal geil aus und das liebe ich. Ich liebe Auspuffanlagen, ehrlich. Ich bin echt gespannt, was für einen Sound wir haben werden. Ich weiß, an Leistung hat sich auf jeden Fall was getan. Also ich will nicht groß reden. Ihr wisst, wie das ist. Mit der Software von Robin haben wir schon locker die 300 geknackt. Und jetzt nochmal die Auspuffanlage. Natürlich werden wir Fächerkrümmer nicht wechseln. Das hätte auf jeden Fall was gebracht, aber will ich jetzt echt nicht. Also wie gesagt, ja, Gas ist leer. Werden wir nochmal morgen kurz Gas holen. Deswegen habe ich aufgehört. Also nicht, dass ich keinen Bock mehr habe. Nicht, weil es schon 22 Uhr ist. Was sagst du? Hört sich brutal an. Hammerbrutal, ne? Auf jeden Fall. Kannst du ausmachen. So, Auspuffanlage fertig. Ich finde die Auspuffanlage echt gut gelungen. Da war der anonyme Schweißer doch richtig gut. Super, also fühlt sich super an, muss ich sagen. Gut. Der Sound ist auch. Ja, also wir haben ja eine neue Software drin, ne? Ist ja was anderes. Man merkt sofort den Unterschied. Ja. Bis wie viel hast du immer gedreht, Alter? 2000 Umdrehungen. Stellen, diese Schläuche sind vorher bei 2500 Umdrehungen haben die angefangen, richtig Druck aufzubauen. Jetzt haben wir schon unter 2000 schon richtig Druck. Das sieht ihr schon allein an den Schläuchen. Ja, Ansaugtemperatur von 30 Grad. Sogar weniger, je nachdem, wie das Wetter ist. Also unser Ladeluftkühler kühlt sehr, sehr gut, so dass wir mit der Zündung arbeiten konnten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was der Robin jetzt da gemacht hat. Er hat sehr viel mit der Zündung gespielt und wir werden das Ganze ja noch verfeinern. Das heißt, wir werden jetzt echt sehr viele Lokfahrten machen und werden das komplett abstimmen. Zum Finale werden wir sehen, ob wir die 300 PS geschafft haben. Ich kann euch echt empfehlen, ich habe das Ding jetzt eingebaut, habe ja eine Runde damit gefahren schon. Allein, dass er untenrum so aggressiv geworden ist, das ist schon geil. Eidosch, zum Abschluss noch einmal Sound. Ihr könnt ihr auch mal schreiben, wie findet ihr den Sound, wie findet ihr die Auspuffanlage,
Was soll ich noch sagen? Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi.